Sie wollten mich überzeugen, dass das konservative traditionelle Leben das einzige wahre Gottes gewollte Leben ist. Und alle, die etwas anderes wollten, als die Herrschaft von Herren und den Patriarchat, die sind auf den Irrweg. Doch ich dachte nach und ich erinnerte mich an die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit den konservativ rechtsgerichteten Menschen, die das Sagen hatten damals und auch heute wahrscheinlich noch, und ihren Umgang mit ihren Mitmenschen. Ich kam zu der Erkenntnis, dass man sozialer sein muss und auch gerechter sein muss und auch zukunftsorientierter sein muss, als das, was ich erleben musste von der Kirche und den Rechtsradikalen. Die sagten mir, als sie merkten, dass ich nicht einer von ihnen war, da sagten sie zu mir: Gib auf. Denn die konservativen völkischen nationalen Herrschaften, sie werden immer hier bestimmen, und ihre Kinder wurden auch schon so erzogen, dass sie alles in den Sinne dieser Herrschaften weiterführen. Also gib auf. Oder es wird dir schlecht gehen. So folgten Verhöre und Gesinnungsteste. Und sie drohten mir. Sie würden mich abholen lassen, wenn ich nicht bald spüre und den Herrschaften gehorche. Von einem Rechtsstaat in einer Demokratie, da wollen sie nichts wissen. Sie verachten auch das Grundgesetz und sie sagen, die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, sie hätten sie zwar militärisch besiegt, doch ihre Gesinnung sei wacher denn früher. Als ich ihnen entgegnete mit den Worten: Ich finde, wir wurden durch die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges vom Faschismus und von den Nazis und deren Terrorstaates und der Unrechtsstaates befreit, da wurden sie klarer zu mir. Sie sagten, ich sei ein Volksverräter und ich würde das Volk verhetzen durch meine Gesinnung. Ich sei kein ordentlicher Deutscher. Ich sollte auswandern. Oder es würde mir ein Unglück zustoßen, das sie als Unfall ausgeben. Ich bin schockiert und traurig. Ich dachte, es wäre auch mein Land. Aber sie dulden niemand, der anders denkt als sie und der nicht den Herrschaften gehorcht. Ihren Herrschaften. Nun weiß ich, was sie für Menschen sind. Aber ich weiß auch, dass es ebenso viele Menschen gibt, die meine Denkweise und Gesinnung haben. Oder es ist jedenfalls eine Hoffnung da.